Yo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Johnny Fuß. Heute werde ich euch mal meine ganzen Feuerwerksreste zeigen. Es hat sich schon im Laufe der Jahre echt viel angesammelt, wie ich gerade eben feststellen musste. Also ich glaube, es sind 10 oder 11 Kartons, verschiedene Größe. Und es ist echt viel Zeug. Als ich das gerade eben so aus dem Schrank geholt habe, boah, hat mich das sogar erschreckt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist. Es ist viel von diesem Jahr übrig geblieben, aber ansonsten auch von den letzten beiden Jahren. Teilweise sind Artikel dabei, die sind schon 5 Jahre alt oder 6 Jahre alt. Oder ich habe hier gerade eben auch einen Luftheuler gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Jahre es die jetzt nicht mehr gibt. Also in meiner Kindheit, als ich 10 war, das war vor 21 Jahren. Irgendwie so in dem Zeitraum habe ich so einen Luftheuler zum letzten Mal angezündet. Also das ist schon eine echte Rarität, glaube ich. Ansonsten muss ich euch auch sagen, dieses Silvester habe ich so überhaupt nicht gefühlt. Zum einen lag es, glaube ich, daran, dass ich schon 3 Monate vorher angefangen habe, viele Böller-Videos zu drehen. Und das ist jetzt auch schon das, keine Ahnung, 3., 4. Jahr, wo ich Böller-Videos gemacht habe. Und dieses Jahr habe ich echt viel gedreht. Und das Jahr zuvor habe ich auch viel gedreht und ja, ich habe einfach Böller durchgespielt. Ich habe alles Mögliche schon mehrfach angezündet, alles gesehen, alles in die Luft gesprengt. Und irgendwie ist so der Bedarf an Böllern, an Feuerwerk bei mir gesättigt. Keine Ahnung, wie es jetzt nächstes Jahr sein wird, ob ich da überhaupt an Silvester irgendwas zünden werde. Könnte ich auf jeden Fall machen, so viel wie ich hier habe. Aber ansonsten kann ich das Zeug auch einfach 3 Jahre aufheben oder 4 Jahre. Mal sehen. Lustigerweise, ich habe ja auf dem Hauptkanal ein Video hochgeladen, wo ich darüber geredet habe, dass YouTube die Richtlinien geändert hat und die Videos gesperrt haben. Seitdem ich dieses Video hochgeladen habe auf meinem Hauptkanal, wurde kein einziges Video mehr gesperrt. Das ist echt witzig. Aber vielleicht ist das nur die Ruhe vor dem Sturm. Vielleicht gab es einfach nur Weihnachtsurlaub bei den YouTube-Mitarbeitern. Ich weiß es nicht. Nichtsdestotrotz wird es nach Januar erstmal auf dem Hauptkanal keine Böller-Videos mehr geben. So wie ich das schon angekündigt habe, die Saison wird noch durchgezogen und dann lasse ich das ganz entspannt auslaufen. Und dann mal schauen, wie es in Zukunft weitergehen wird. Vielleicht werde ich hier auf dem zweiten Kanal mal irgendwie was zwischendurch hochladen über Böller, wenn ich mal Lust habe. Aber aktuell echt gar keinen Bedarf. Naja, fangen wir an mit der ersten Kiste. Die sind alle ziemlich gut sortiert und ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ihr könnt mir gerne nochmal in die Kommentare schreiben, ob bei euch was übrig geblieben ist. Wenn ja, wie viel übrig geblieben ist. Und dann könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr damit macht. Ob ihr das einfach für nächstes Jahr aufhebt und nächstes Jahr an Silvester zünden werdet. Oder was auch immer. Legen wir los mit der ersten Kiste. Die erste Kiste, die ist hier nicht allzu groß. Da steht drauf Rasierer und Kleidung. Okay, Rasierer und Kleidung haben wir da jetzt nicht drin. Wir haben da ein paar Böllerpackungen drin und zwar sind da, glaube ich, Böllerpackungen drin, die mir gefallen, die ich ziemlich gut finde, größtenteils. Wir haben zum Beispiel Titan 1, sehr, sehr schöner Böller. Ansonsten hier diese Bonbons, ja, die sind eigentlich nur okay. 5 Gramm hat einer, aber für 5 Gramm sind die schwach, würde ich eher sagen. Ansonsten haben wir hier halt Megatron-Böller, Black Death-Böller und ein paar Lückenfüller. Also wenn im Karton irgendwie Platz war, habe ich dann auch noch so Sachen reingesteckt, wie zum Beispiel hier diese Knallkette, weil ich wusste sonst nicht, wo ich das reinstecken sollte. Ne? Hier haben wir eine Packung Mamba oder auch ganz, ganz wichtig, schaut euch das an. Wir haben hier auf jeden Fall ein paar Packungen, Big Bang 2G, dann auch Big Bang 5G. Gerade diese Big Bang Böller, die gibt es ja gar nicht mehr. Ich glaube, letztes Jahr gab es sie nur zu kaufen. Also 2022, 2023 war schon echt schwierig und ja, ich glaube, jetzt bekommt man die schon gar nicht mehr. Dafür gibt es diese Monsterböller, aber die sind nicht ganz so gut wie die Big Bang, finde ich. Hier habe ich noch so ein paar Packungen Dumm-Bumm drin. Und darunter auch nochmal ein paar Packungen Dumm-Bums. Also Dumm-Bumm-Mittel und sowas. Und so ein paar Reste halt, die jetzt hier an dieser Stelle nicht erwähnenswert sind. Also das hier ist eine kleine, schöne Böllerkiste. Den Karton mache ich jetzt zu. Dann machen wir weiter mit dem zweiten Karton. Hier sind auch Böller größtenteils drin. Ja, verschiedene Böller einfach, die ich jetzt nicht so sehr gefeiert habe. Wir haben hier Cobra P1 beispielsweise, dann hier Blauer Berber. Was haben wir hier? Vaporizer. Die sind alle übrig geblieben. Die habe ich erst
2023, letzte Saison bestellt. Ansonsten hier Big Crackers. Verschiedenstes Zeug hier. Mega Corsa. Von der ganzen Packung habe ich hier nur einen angezündet. In irgendeinem Video. Habe ich jetzt auch nicht so sehr gefeiert. Ja klar, sind halt F2-Artikel. Und im Vergleich zu den F3-Artikeln, ne, knallen die schon deutlich weniger. Honey Badger habe ich hier auch einen übrig gelassen. Dann hier so ein paar Titan Balls. Und sind halt hier ganz entspannt. Böllerpackung. Alles Mögliche. Ich glaube sogar, dieser Karton ist nur F2. Das könnte sein. Wir gucken hier nochmal unter die Packung. Aber ja, sieht gut aus. Ich glaube, das hier ist mein F2-Karton. Alles Sachen, die ich irgendwann mal aus Deutschland gekauft habe. Ja, Urknall. Also das hier ist mein F2-Karton. Ist auch schon eine Menge Zeug, keine Frage. Hier haben wir nochmal schöne Rauchgranate. Ja, die kann ich immer mal gebrauchen, vielleicht beim Airsoft-Spielen oder so. Naja, gehen wir mal rüber zu der dritten Kiste. Ah, ja Mann. Schon ganz vergessen, wie ich das sortiert habe. Das hier sind die ganzen F3-Böller. Hier haben wir auch nochmal Titan 1. Richtig guter Böller. Dann haben wir hier diese spanischen Böllers. Hier haben wir Böller, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. Habe ich auch irgendwann mal vom Tschechenmarkt, meine ich. Hier schaut sich das an. Max. Keine Ahnung, ey. 4, noch was Gramm haben die. 4,2. Ja, Mann. Aber die sind auf jeden Fall auch nicht so heftig. Also früher gab es ja hier Exploder und so. Die haben deutlich mehr geknallt. Meines Erachtens nach. Hier, die sind nicht übel. Ansonsten hier die Kiste. Was soll ich dazu noch sagen, ey? Viele verschiedene Böller. Damit ich, falls ich nochmal Böller-Videos drehen kann, das Ganze auch schön abwechslungsreich gestalten kann. Hier diese Piraten für zwischendurch. Auch immer ganz gut. Dann habe ich hier noch eine Kiste. Da habe ich größtenteils nur China-Böller drin. Alter, ich habe mir hier dieses Jahr ein paar fette Schinken geholt. Auch hier von Funke. Und davon habe ich auch nur ein paar angezündet. Und das war's. Auf der anderen Seite habe ich eine ganz andere Kiste. Und zwar ist das eine wahrhaftige Restekiste. Ich meine, schaut euch das mal an. Hier sind einfach nur einzelne Böller reingeworfen. Hier haben wir nochmal eine Tüte mit so kleinen Böllern drin. Ein paar Heulern. Ansonsten haben wir hier alles Mögliche. Ich habe hier gerade Big Bang 5G gesehen. Alter, ey, das ist wie in so einem Ramschladen, wo man sich einfach so einen Artikel raussuchen kann. Hier haben wir einen alten Funkeböller. Hier haben wir so ein fettes Bonbon. Was ist das für ein Ding, ey? Super Petada. Also hier ist wirklich alles Mögliche dabei. Hier nochmal so ein Ei. Hier 5 Stück von diesen Skullböllern. Das Ding ist auch so schwer, die Kiste, ne? Hier schaue ich das an. Color Thunder B. Der ist, glaube ich, auch schon ein paar Jahre alt. Der hat auf jeden Fall Bums. 4,5 Gramm. Ja, eine fette Restekiste hier. Kann man sich schon ein bisschen was raussuchen und dann anzünden. Weiter geht es mit dieser Kiste hier. Hier habe ich, glaube ich, nur Bombenrohre drin. Screen, Thunderflower, hier ein paar dickere Bombenrohre. Darunter dann die 50 mm Bombenrohre. Die knallen auf jeden Fall schon ganz gut. Das sind schon ein paar Packungen, die ihr hier sehen könnt. Und hier haben wir nochmal eine Restekiste mit Jugendfeuerwerk bzw. Effektfeuerwerk. Da haben wir so eine kleine Fontäne. Hier diese Tüte mit dem Luftheuer, die ich euch gerade eben gezeigt habe. Hier sind auch noch mal ein paar kleine Böller dabei. Das sind diese Eier. Crackling Balls, Dumbum Balls. Ja, so Effektzeug. Crackling Shot. Hier im Schrank haben wir noch eine kleine Kiste. Da habe ich ein paar Raketen drin. Keine Ahnung, ungefähr 20 Stück. Die Kiste will ich jetzt nicht rausholen. Ist ein bisschen kompliziert hier mit dem Ding. Dann habe ich hier noch mal so ein paar römische Lichter, so ein paar Dumbum-Rohre, so ein paar fette Rohre sind mit dabei. Also ich habe echt alles Mögliche hier. Schaut euch das an. Hier habe ich auch noch mal so eine Tracker-Kette, 10 Meter. Dann hier in dieser Kiste sind die richtigen Knaller drin. Schön sicher verpackt, damit die auch gut eingelagert werden können. Schaut euch das an. Hier haben wir auf jeden Fall ein paar Big Bang 8G. Dann haben wir ein paar Cobra-Böller, Joker, hier noch ein fetter Rauchtopf, noch ein fetter Rauchtopf. Alles Mögliche ist da drin. Hier auch die alten Dumbum-Böller. Hier auch nochmal so ein paar Reste ohne Verpackung.
alles schön einsortiert. Unten auch noch ein paar dickere Knaller. Es wird auch demnächst auf dem Hauptkanal noch ein richtig schöner Böller-Vergleich kommen, wo ich die fetten Knaller alle mal einfach so angezündet habe. Die Kiste mache ich wieder zu. Ja, Freunde, das war's mit dem Video zwischendurch. Ich wollte euch einfach nur mal so meine Feuerwerkreste, meinen Lagerbestand zeigen. Hier könnt ihr euch zwei weitere Videos anschauen. Keine Ahnung, wann wir uns hier auf diesem Kanal wiedersehen. Ich werde einfach ganz entspannt hochladen, nach Lust und Laune. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Peace.